Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge hier bei Maschinki auf MikeWoHazard TV. Ich bin der Eisberg und begrüße euch wieder mal ganz herzlich natürlich zurück. So, ich plane ein weiteres Depot zu bauen, weil wir haben nur eins aktuell und kann glaube ich nicht schaden, so langsam mal ein zweites zu haben. Und da habe ich mir diesmal gedacht, wir bauen das mal diesmal ein bisschen praktischer vielleicht. Wir versuchen es mal. Etwas praktischer zu bauen. So. So und so. Dann hätten wir ja eigentlich schon alle Gleise, die wir benötigen, dran. Der Punkt ist, ne, hinten haben wir das ja ein bisschen. Auch die Musik, also die ist echt ein bisschen lauter als gedacht. So. Nee, ganz weg wollen wir sie nicht haben. Nur dieses neue Lied, was so laut ist, ne? Gut. Gucken wir mal, ob das jetzt besser funktioniert. Das ist schon wieder zu leise, die Musik. Jetzt hören wir uns ja gar nicht mehr. Sag ja, es ist nur dieses neue Lied, was so laut ist. What's that? Was ist das? Ich nicht wissen, was das ist. Ist das ein Lagerhaus oder was ist das? Oder ist das ein Shop? Ich glaube, wir können das selber einen Shop platzieren. Was ist das? Unser Firmensitz? Das sind der Wir. Unsere Companies, unsere Auszeichnungen, unsere Bilanz, unsere ganzen Fahrzeuglisten und so weiter. Hier können wir übrigens Bäume pflanzen. Hier können wir Transparenzeinstellungen. Okay. Ich würde sagen, hier können wir einen Shop bauen. Wartet mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt hier mal hingehe, wo keiner ist, zum Beispiel in Leipzig, ist nämlich keiner. So. Will ich hier einen Shop bauen. Den könnte ich jetzt theoretisch da hinstellen. So, das hat er einen Shop. Und dann haben wir ein Geschäft in Leipzig. Ha! Also können wir selber eins platzieren. Sehr gut. Das ist natürlich sehr interessant, dass wir selber eins platzieren können. Das ist unser Firmensitz, oder was ist das hier? Ich würde sagen, das ist unser Firmensitz. Wollen wir die in Leipzig machen? Oder in Rostock? Leipzig, Rostock. Oder in Hildesheim. In Hildesheim. Hier haben wir doch so viel. Da setzen wir den doch glatt hier hin. Und dreh den mal. So. Zack. Headquarters. Seht ihr, unser Hauptquartier. In Hildesheim. Platziert. Was ist das? Kontostand. Aha, verstehe. Gut. Wir haben jetzt unser Hauptquartier. Guck mal, ja. So sieht's aus. Recht klein, muss ich mal sagen. Aber vielleicht wächst es ja noch mit der Zeit. Ich habe keine Ahnung. Warum steht der hier? Weil er sich selbst blockiert. Ja, er blockiert sich selbst. Alles klar. Ne, Baumodus war schon richtig. Muss da echt da ein Signal hin? Ist ja blöd. Ich muss das mit dem Ausfahrgleis nochmal ändern. Das gefällt mir hier nicht. Das geht so nicht auf mit dem Ausfahrgleis. Ich brauche da das Einfahrgleis. So, wie kriegen wir das Ausfahrgleis besser hin? Das geht so ganz blöd auf, ne? Ich meine, das würde schon passen an sich, ja, aber ach, ich bin da so ein bisschen so, ne? Da müssen wir es riskieren, ne? Ob das so funktioniert. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß, dass da zu wenig Kohle ist. So, gut. Haben wir ein Geschäft gebaut. War aber jetzt nicht unsere Absicht eigentlich. Eigentlich wollten wir hier in den Lokschuppen, in den Lokding hier weiterarbeiten.
und gucken, dass wir jetzt die Signale hier entsprechend so platziert kriegen, dass das alles funktioniert. Aber so müsste es eigentlich schon funktionieren. Jetzt mache ich nochmal ein Signal, wenn er weg ist. Hier nochmal eins dazwischen. Hier nochmal eins. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. So, dann nochmal eins. Obwohl nicht, ich glaube, das lassen wir weg, oder? Ja. Das lassen wir mal lieber weg. So, ja, müsste passen. So, ein Depot. Kann ich da so nicht ransetzen. Ist natürlich blöd, ne? Guck mal, will er hier ransetzen. Ja. So, dann müssen wir das hier mit der Kurve ein bisschen bauen. So. Wir haben ein weiteres Depot bei Hildesheim. Neuer Lokschuppen 3. Machen wir hier Depot Hildesheim. So, Enter. Und somit haben wir ein zweites Depot. Guck mal. Haha, Depot Leipzig, Depot Hildesheim. So, gut. Dann brauchen wir die Züge nicht hier von sonst wo hierher holen. Wenn wir irgendwo Züge upgraden wollen, macht ja auch nicht so viel Sinn irgendwann. Ich würde sagen, sollten wir anfangen Öl zu fahren, oder? Wie viel Öl liegt denn da schon auf dem Bahnhof? 126, meine Güte, so viel schon. So, dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich brauche eine Lok und dann kaufen wir jetzt gleich mal nämlich eine neue Diesel-Lok. Warum sehe ich die untere jetzt nicht? Die letzte? Ach so, weil er die Upgrades nicht hat. Wer hat das Upgrade nicht? So, jetzt sehe ich auch die letzten Loks. Genau, die besseren. Alle hier, ja. So. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal die hier, die BR3. Fährt zwar nur 75, also ein bisschen langsamer als die, die wir jetzt haben. Die fährt 80. Allerdings hat die ein bisschen mehr PS unter der Haube. Wir fahren die aktuell, ne, ja, 550, nein, 550 PS gerade mal mehr, dafür 5 km/h langsamer. Die würde mich ja interessieren hier, ne. Aber wir können uns aktuell nur die leisten. Also müssen wir mit der erstmal, ja, vorlieb nehmen. So, wir brauchen jetzt allerdings Waggons für Quadöl. Wir können die Hedgewagen nehmen oder die Warren-Wagen nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen gleich die Warren-Wagen, die besseren. Und 1, 2, 3, 4. Achso, mehr als 4 geht nicht, weil wir zu wenig Eisen haben. Dann lassen wir erstmal mit 4 fahren, dann kann er irgendwann 28 Tonnen fahren, oder? Notfalls müssen wir irgendwann zwischendurch mal ins Depot zurückholen. So. Er braucht natürlich eine Route. Wieder mal. Und die startet jetzt allerdings nämlich hier hinten. Route Start hier hinten und jetzt will ich hier definitiv einen Zwischenstopp haben auf dieser Kachel hier, dass er definitiv dieses Gleis anfährt und dann geht's wieder zurück. Bahnhof 20, Bahnhof 19, hier müssen wir natürlich noch umbenennen und wir starten das Ganze jetzt schon mal und tun mal währenddessen die Namen ändern. So, hier haben wir Öl / Wald bei Leverkusen. Ölwald Leverkusen. Ja, ich weiß. So, und hier haben wir Raffinerie Leverkusen. Raffinerie. Leverkusen. So, haben wir auch. Sehr gut. So, da kommt da auch schon der Ölzug. Den gucken wir uns jetzt gleich mal an hier. So. Und vor allem die neue Diesel-Lok natürlich auch gleich mit. Ne? So, er ist gerade so schön in der Sonne. Gucken wir uns das mal an. So, wir haben eine Diesel-Lok. Gucken wir unsere erste Diesel-Lok. Mit entsprechenden Ölwaggons. Die aussehen, als wären sie schon 20 Jahre alt. Dabei sind sie gerade nagelneu gekauft. Unglaublich. Schön mit 2 Drehgestellen jeweils. Na, ist da schon mal was. Lassen wir mal fahren. Gegen Newton. Ein Signal sich verändert? Nein. Täuscht. So schön leise, hört man. Wollen wir mal mitfahren?
Warte mal, können jetzt. Nein, ich wollte noch weiter mitfahren. Die Kamera wechseln. Yeah. Nach hinten gehen. Auf die Waggons. Rechts, links, oben. Gehen wir einen nach vorne. Ist schon Weg, ne? Ja, ihr habt bis nach hinten. Wir brauchen mehr Eisen. Könnt ihr wetten, dass die schon wieder festgefahren haben, oder? Eisen, Eisen, Eisen. Nee, das hat sie nicht festgefahren. Fährt alles noch. Problem ist nur, es kommt zu wenig Kohle hier an. Das ist das Problem. Obwohl, eigentlich kommt gar nicht so wenig Kohle an. Wie kommt ich hinterher hier gerade? Weil Kohle ist ja noch da. Deswegen Eisen ist ja da genug. Er muss es nur abholen. Ja, er muss es nur abholen. Ja, gut. Dann kommen wieder 10 Tonnen Kohle. Das ist natürlich auch nicht gerade viel. Ich kann hier aber nichts mehr upgraden, oder? Nichts, was ich so machen könnte. Doch, den Schuppen für Lampen kann ich noch machen. Den zweiten Minenschacht habe ich nicht genug Eisen für. Aber ich kann zumindest diesen Lampenschuppen hier anbauen. Notfalls kann man hier noch ein weiteres Kohle-Dings da anschließen, um mehr Kohle ranzukriegen. Aber aktuell ist eher so, der Eisen muss ja auch weg, ne? Hier ist was los, Leute. Ihr merkt, hier ist Chaos pur. So, aber selbst wenn wir jetzt da Öl produzieren, dann muss das Öl natürlich abgefahren werden. Wo können wir das Öl denn überall gebrauchen überhaupt? Nur bei der Factory, oder? Ja, bei der Factory. 3 Öl müssen dahin, also 3 von dem raffinierten Öl. Und nehmen wir doch die hier, oder? Die wird doch praktisch. Die liegt so gut hier. Vor allem, die ist nicht so... Ich meine, gut, wir können auch die bei Hildesheim da hinten nehmen, aber... wir können das nehmen oder auch das nehmen. Vielleicht sollten wir auch mal einen zweiten... langsam mal uns überlegen, ein zweites Sägewerk irgendwo anzuschließen. Das eine ist dann doch langsam ein bisschen überlastet da. An der Stelle. Wo haben wir hier hinten eins? Sägewerke. Wo haben wir denn Sägewerke? Abgesehen von dem, was schon gar nicht mehr zu erkennen ist hier. Da hinten ist eins. Viel zu weit weg alles. Der ganze Ecke ist kein Sägewerk mehr, ne? Ist schlimm. Hier hinten kommen wieder welche. Soll ich von hier hinten holen. Neues Holz. Wieder mal. Weil wir brauchen mehr Holz. Mehr Holz. So, gut. Na, dann müssen wir von da hinten Holz holen. Ja. Hier ist nochmal Öl. Ist da. Hat schon das erste Öl abgeliefert. Sehr gut. Das heißt, wir haben die ersten Fässer hier liegen. Von der Produktion her. Die müssen wir natürlich jetzt irgendwo weiterverarbeiten. Also wir könnten hier auch Bretter und Stahl hinliefern, dann würden wir auch Waren kriegen plus Holztocken. Plus Holztocker. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir haben. Macht hier 0,3000 oder was soll das sein? Auf jeden Fall genug. Es reicht auf jeden Fall. Am besten wäre es nur mit Öl das zu machen. Ja, okay, da müssen wir aber erstmal anschließen. Demzufolge. Gehen wir ins Baumenü und werden wir das gleich mal hier regeln, dass wir das hier auch gleich weiterverarbeiten können. Hier werden wir allerdings mehr Gleise legen, auf jeden Fall 2.
werden wir mal brauchen. Allerdings möchte ich euch ja nichts sagen, aber die Folge ist zu Ende, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ja, die Folge ist zu Ende. Und deswegen sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Dann geht es hier munter weiter. Und ja, dann sehen wir uns hier hoffentlich wieder. Ich bedanke mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Verbleibe bis dahin und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Also bis morgen. Tschüss.